Herzlich willkommen zu Teil 5 des Kurses Python, eine Einführung für Programmieranfänger. Bevor wir uns in den nächsten Folgen weiter mit der Sprache Python an sich beschäftigen, möchte ich heute noch eine weitere Möglichkeit darstellen, wie man Python-Programme oder zumindest kleine Kommandos ausführen kann, und zwar mit dem Programm IPython. Wir rufen also IPython auf, ohne 2 oder 3 am Ende, und dann erhalten wir hier eine Kommandozeile. Wir sehen, dass es sich um Python 2 handelt, Python 2.7. Und wir haben jetzt hier unsere Kommandozeile und können wie gewohnt unsere Python-Kommandos absetzen. Wir können auch beispielsweise, wenn wir print 4 mal 5 als Kommando geben, dann wird nicht etwa die Zeichenkette 4 mal 5 ausgegeben, sondern das Ergebnis der Multiplikation 4 mal 5, also 20. Wenn wir die Zeichenkette selber ausgeben wollen, dann wäre es, müssten wir das Ganze in die Anführungszeichen setzen. Wir können auch 4 mal 5 gleich und dann mit einem Komma getrennt die Rechnung eingeben und dann erhalten wir 4 mal 5 gleich 20. Das sieht bisher genauso aus eigentlich auch wie die Kommandozeile von Python 2 oder Python 3 direkt. Wir haben aber jetzt hier noch sehr viel mehr Möglichkeiten in IPython, von denen ich jetzt nur eine kurz darstellen möchte. Wir können das Kommando History geben mit einem Prozentzeichen am Anfang. Das Prozentzeichen bedeutet, das ist jetzt ein IPython-Kommando, kein Python-Kommando. Und dann sehen wir hier eine Liste der Kommandos, die wir bisher abgesetzt haben, einschließlich des History selber. Können jetzt mit der nach oben Taste, Pfeil nach oben, das letzte Kommando zurückholen und History nochmal aufrufen mit der Option minus n. Dann gibt er uns nämlich auch Zeilennummern, also Kommandonummern aus. Und wenn wir jetzt, nachdem wir hier eine Weile rumprobiert haben und quasi schon interaktiv unser Programm zusammengestrickt haben, können wir jetzt das Ganze speichern, indem wir sagen %save. Dann geben wir einen Pfeilnamen an, zum Beispiel Programm05.py. Und dann können wir eben sagen, welche Zeilen wir speichern möchten. Zum Beispiel die Zeile 1 und wir wollen die Zeilen 3 bis 5 speichern. Und dann erhalten wir eine Fehlermeldung. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, okay. Da war das Komma an der falschen Stelle, beziehungsweise überflüssig. Und er sagt uns dann, dass die folgenden Kommandos in die Datei Programm 05 geschrieben wurden, nämlich die Zeile 1 von hier oben und dann die Zeilen 3 bis 5. Das waren diese. Und die hat er jetzt eben gespeichert. Hier können wir ebenfalls mit STRG D das Programm verlassen. Er fragt nochmal nach und wir sagen, jawohl, wir wollen das Programm verlassen. Und wenn wir jetzt auf der Kommandozeile des Betriebssystems schauen, dann sehen wir hier das Programm 05. Und wenn wir das kurz reinschauen, dann sehen wir, dass eben tatsächlich genau diese Kommandos ausgegeben wurden, die er uns hier oben bereits bestätigt hat. Wir sehen hier noch eine Besonderheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Programm mit Idle aufrufen, Programm 05, dann sehen wir hier eine spezielle Zeile am Anfang, nämlich mit einem Hash eingeleitete Zeile, die aber nicht nur ein reiner Kommentar ist, sondern auch maschinenlesbar ist in dem Fall. Die sagt nämlich, dass dieses Programm auf eine bestimmte Weise encoded wurde, nämlich mit dem UTF-8 Encoding. Das ist die Art und Weise, wie die Zeichenketten in Binärcode übersetzt werden. Es gibt beispielsweise den bekannten ASCII-Code und es gibt noch viele andere, wie IsoLatin und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil sich dieser Kurs eben an Anfänger richtet. Ihr könnt diese Zeile zunächst mal ignorieren. Wenn man beispielsweise jetzt hier deutsche Umlaute verwenden würde, dann wird es eben wichtig, das Encoding genau zu beachten, weil solche Programme dann nicht in jeder Installation verstanden werden würden. Das nur zur Bedeutung dieser Zeile. Das war eine ganz kurze Einführung in IPython. IPython kann auch sehr viel mehr, ist auch ein mächtiges Tool, das wir aber jetzt im weiteren Verlauf dieses Kurses nicht benutzen werden, sondern wir werden weiterhin mit Idle arbeiten. In der nächsten Folge werden wir dann einige weitere Sprachmöglichkeiten von Python kennenlernen. Vielen Dank.